willkommen zurück zu mal etwas anderem als nur PvP-Action. Denn, wie jeder weiß, kann man seit kurzem Battle for Azeroth, das neue Add-on für WoW, schon mal vorbestellen. Und die unter euch, die es tun, haben halt die Möglichkeit, schon jetzt, bevor das eigentliche Add-on startet, diese neue Feature, die verbündeten Völker, schon mal freizuspielen. Es gibt 4 Stück, von der Allianz-Seite 2, von der Horde-Seite 2. Wir werden uns mal die 2 Seiten der Allianz angucken fürs Erste, falls es sein sollte, dass Leute sagen wollen, aber ich will auch von der Horde was sehen, zeig mir bitte von der Horde, dann werde ich auch die Horde zeigen. Aber fürs Erste wollte ich eigentlich nur die verbündeten Völker der Allianz zeigen, denn um diese verbündeten Völker freizuschalten, braucht man erstmal den ehrfürchtigen Ruf von diesem Volk und zweitens muss man danach noch ein Szenario mit denen spielen, um sie dann letztendlich freischalten zu können. Denn wenn man sie freigeschaltet hat, kann man sie im Charaktereditor auch kann man sie auch spielen, ne? Dann kann man sie hochleveln, hier haben alle ihre eigenen Emotes, eigene Fähigkeiten, also Klassenfähigkeiten und so weiter und so fort. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an und gucken mal, ich werde wahrscheinlich, glaube ich, als erstes mit den leeren Elfen anfangen. So, da sind wir nun. Das sind unsere 2 verbündeten Völker, lichtgeschmiedete Draenei und die leeren Elfen, die uns zu Anfang noch zur Verfügung stehen. Es sollen angeblich noch viel mehr werden. Dunkeleisenzwerge sollen zum Beispiel noch dazukommen. Aber ich glaube, das wird alles danach erst kommen, wenn Battle of Azeroth dann am Ende launcht. So. Hochexakt Tyralon und Aleria Windläufer haben einige potenzielle Verbündete vorgeschlagen, die wir unsere Reihen hinzufügen sollten. Diese Helden haben ihr Leben dem Schutz unserer Welt verschrieben. Ich habe großes Vertrauen in ihr Urteil. Ihr seid ein zuverlässiger Champion der Allianz, Arioche. Ich überlasse es euch zu entscheiden, welche Aufgabe wir zuerst angehen. Hört euch an, was sie zu sagen haben und trefft eine Entscheidung. Teilt mit mir dann mit, welche Verbündeten wir zuerst besuchen sollen. Okay, wir wissen es eigentlich schon. Wir werden nicht, glaube ich, so lange um den heißen Brei reden. Natürlich, wir könnten da jetzt nochmal fragen, was sie so über die leeren Elfen wissen hier. Dann kriegen wir noch ein bisschen was darüber gezeigt. So sehen sie ungefähr aus, sowohl männlich als weiblich. Ziemlich cool. Vor allen Dingen ihre Rüstung. Das ist ja das ganz Coole, was Blizzard so ein bisschen so unterstützt oder motivieren möchte. Die unter euch, die einen neuen Charakter stellen, also halt einen leeren Elfen oder den lichtgeschmiedeten Draenei und ihn dann bis Level 110 hochspielen, ohne Charakterboost, ohne nichts, wirklich hochspielen, kriegen dann ihre normale Set-Rüstung als Transmog, was gar nicht mal so schlecht aussieht, weil diese geilen Schultern, ich könnte sie mir jetzt schon an meinen Schurken richtig geil vorstellen, mit ein paar gewissen Twigs würde das richtig geil aussehen. So, was haben wir hier? Unter anderem haben wir dann natürlich auch noch die lichtgeschmiedeten Draenei. Ein bisschen mehr so in Richtung Paladine und so weiter. Mehr so ein bisschen so, boah, schwere Leute. Würde vielleicht auch mein Todesritter nett aussehen, so ein lichtgeschmiedeter Todesritter. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber wir werden natürlich als erstes mit den leeren Elfen anfangen. Wo kann man... Jetzt wäre natürlich noch die Frage... Ich möchte natürlich, erstmal fangen wir mit den leeren Elfen an. Ich bin mal gespannt, wie es so laufen wird mit denen. Euer Rat ist stets willkommen. Die Wahl, die ihr heute trefft, wird die Allianz stärken. So, gucken wir mal. Die Geisterlande. Ein Blutelf namens Umbrick und seine Gefolgsleute wurden für ihr Studium der leeren Magie aus Silbermond verbannt. Eine radikale Reaktion, auch wenn diese Studien verboten sind. Allerdings eröffnet das der Allianz Möglichkeiten. Wenn wir diese Verstoßenen finden, können wir sie womöglich für unsere Sache gewinnen. Und was viel wichtiger ist, ihnen helfen, die Lehre zu begreifen, bevor sie von ihr verderbt werden. So, ja, das heißt, wir müssen jetzt in die Geisterlande. Macht euch auf die Suche nach diesen Verbannten. Vielleicht kann unser Champion euch dabei helfen. Nutzt je. Wir versuchen unser Bestes, sie aufzuspüren, Hochkönig. Genau, ich weiß nicht, droppt sie im Portal oder so? Ah, okay, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wäre scheiße gewesen, wenn wir den ganzen Weg zur Geisterlande zu Fuß betreten müssen. Das hätte erstmal gedauert, bis wir dort angekommen wären. Nett, dass die im Portal gemacht haben. Das ist auf jeden Fall sehr effizienter, als da den ganzen Shit da selber noch zu fahren. Die Geisterlande. So, die Geisterlande war, ja, ne? Das war eins der Immersangwald. Atemberaubend schön, der Windläuferturm, der Anwesen. Der Windläuferturm. Okay, dann wollen wir das mal auschecken. Das ist so ein... Ich weiß jetzt nicht, das ist eine Questreihe, aber angeblich soll das auch mit ein bisschen Szenarien verbunden sein. Deswegen bin ich mir da jetzt noch nicht ganz sicher, wie sie es jetzt hier geplant haben. Ich bin mal aber guter Dinge. Ich meine, schon an sich... Ist das, finde ich, ist cool, dass Blizzard gesagt hat, ja, okay, anstatt einfach so die verbündeten Völker einfach so reinzudroppen, sondern ich meinte, okay, jetzt haben wir die einfach, muss man sie sich erstmal quasi so verdienen. Also was heißt verdienen? In dem Sinne eher, muss man erstmal hier eine Questreihe machen, um halt das Volk ein bisschen näher zu verstehen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Dieses Heiligtum zeugte einst von der Macht unseres Volks über das Aha.
Nun ist es nichts als eine Ruine. Ach so, ja, okay. Das ist ja nicht die richtige Person, die wir suchen. Die Frage ist... Wo ist... wo... Alter, willst du mich verarschen? Level 60, du hast keine Chance, Alter. Die Frage ist... Ach da, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, das wäre ein NPC oder so. Experimente schreiten gut voran. Ich bin sicher, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen. Trotz der engstirnigen Bedenken von Romath. Der Großmagister muss verstehen, dass diese Kraft für die Verteidigung Silbermonds unerlässlich ist. Nie wieder werden die Sindorei ihren Feinden ausgeliefert sein. Leider kommt unsere Forschung derzeit nicht voran. Ich glaube aber, in Andiliens Grund liegt Wissen verborgen, das uns weiterhelfen wird. Andiliens Grund. Ich erinnere mich, ja. Kommt, Champion. Gut, das heißt, hier sind wir schon mal erledigt. Mal ein bisschen verstehen wir schon, dass hier gewisse Experimente damit durchgeführt wurden. Ne? Also, wer sagt, dass hier leeren Elfen so ganz einfach so entstanden sind, so mir nichts, dir nichts, der hat sich ein bisschen getäuscht. Ich glaube, das wird auch ein bisschen bei den Lichtgeschmiedeten Drenais sein, dass sie auch eine kleine Geschichte hinter sich haben. Irgendwas mit dem Licht, sonst würden sie nicht Lichtgeschmiedet heißen. Aber wir müssen natürlich alle so sagen, dass diese Untervölker, jedenfalls die, die wir jetzt erstmal freispielen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Dunkeleisenzwergen aussehen würde, wie da der Grund ist. Ich glaube, das ist dann schon so eine eigene Rasse. Aber ich glaube, diese Rasse, die wir jetzt hier kennenlernen werden, ist so eine, die, naja, vielleicht nicht durch Experimente, aber die nicht aus der Natur her entstanden sind. Wahrscheinlich künstlich oder durch Experimente, was auch immer. Wir werden das auf jeden Fall gleich erfahren. Schauen wir uns das mal erstmal an. Gut, hier müssen noch mehr irgendwo Bücher sein. Wurde das Anwesen bereits durchsucht. Aber vielleicht hat Umbrig... Ah ja, hier, da haben wir noch mal was. Anscheinend sind wir nicht die Ersten unseres Volkes, die versuchen, die Lehre nutzbar zu machen. Ich habe Notizbücher gefunden von jemandem, dessen bloßer Name als Fluch gilt. Dakan Drathir. Durch Drathirs Verrat gelang es Arthas, den Sonnenbrunnen zu verderben und unser Königreich in Ruinen zu verwandeln. Zum ersten Mal verstehe ich, warum Romath sich gegen unsere Forschung stellt. Dennoch glaube ich, dass dieses Wissen zum Guten genutzt werden kann. Drathir führte seine Experimente meist im Morgensternturm durch. Lasst uns dorthin aufbrechen. Umbrig riskiert viel. Er folgt dem Pfad des Verrats. Lasst uns hoffen, dass ihm diese Obsession nicht zum Verhängnis wird. Hoffen wir es doch mal auch. Aber auf jeden Fall interessant. Warte, was? Den Weg machen zum Morgenstern. Ja, ja, wir müssen zum Morgenstern. Da bin ich ja schon auf dem Weg, ne? Ich bin ja schon ein bisschen einen Schritt voraus, ne? Man muss ja auch ein bisschen lernen, die Frauen zu lesen und zu verstehen. Und ich wusste schon, dass du genau das sagen wirst. Deswegen bin ich dir schon mal ein bisschen zuvor gekommen. Aber nichtsdestotrotz, interessant auf jeden Fall. Also, der Name sagt mir was. Das mit Arthas, ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, dass wir in der Kampagne in Warcraft 3 oder Warcraft 3 Frozen Throne, diesen Kollegen schon mal kennengelernt haben, in irgendeiner Weise und dafür auch quasi erlebt haben, wie das passiert ist. Mir sagt die Person jetzt quasi nichts, aber ich könnte schwören, dass es in der Kampagne auf jeden Fall, dass ich mal eine Begegnung mit denen gemacht habe. Auf jeden Fall sehr interessant, dass wieder so gewisse alte, bekannte Leute reingeworfen wurden. Ja, okay, Arthas muss man auch ziemlich sagen, ist einer, der hat viel Unruhe in diesem Land gestiftet. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass er, dass sein Name das ein oder andere Male gedroppt wird. Ne? Das ist halt noch normal. Ne? Es wird immer weniger, aber irgendwie kommt da immer der Name nochmal zum Vorschein heraus. Mal gucken. Also auf jeden Fall stellen wir schon fest, es hat irgendwas hier mit Experimenten auf sich. Große Macht verborgen. Seid vorsichtig. So, ist hier irgendwas? Irgendwas? Oder ist das hier alles nach oben? Ah ja, okay. Ich geh mal stark von aus, wir müssen hier nach oben. Blöd nur, dass man in den Geisterland echt nicht fliegen kann. Das ist, ich weiß gar nicht, immer noch nicht, wieso sie das so gemacht haben. Ich habe mal gelesen, ja, das gab meinen Grund, aber ich habe es irgendwie jetzt wieder schon vergessen. So, jetzt sind wir hier in unserem schönen Bungalow. Auf jeden Fall schick eingerichtet. Eine schöne Landschaft, ne? Man sieht hier schön... Wo sind wir überhaupt? Achso, wir sind in den Geisterland. Das sah, sieht von oben gar nicht so danach aus, dass es die Geisterlande sind. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist der Kack? Ich glaube hier in dem Bungalow, oder nicht? Nein? Okay. Auf jeden Fall zeigt mir die Karte an weit... Ah, okay, hier kann man noch ein Stückchen weiter hochgehen. Das würde natürlich noch einiges erklären. Cool. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal durch, was er noch so zu erzählen hat. Macht suchte Drathir nach den Fragmenten einer uralten Welt. Ein Reich,
am Rande der Leere selbst. Laut seinen Aufzeichnungen existierte es in einem Riss im Gewebe der Realität. Er hat den Ort nie gefunden. Aber ich war erfolgreich, wo er versagte. Der Weg wird uns bald offen stehen. Drathir vermutete, dass dieser Riss ein uraltes Objekt von unaussprechlicher Macht birgt. Vielleicht ist das der Schlüssel, um Kontrolle über die Schatten zu erlangen. Mit Hilfe dieser Notizen kann ich den Weg in diese Welt erneut öffnen. Lasst mich sehen. Grüße. So, Umbrex Methoden sind etwas fahrlässig, aber er scheint kompetent. Wir müssen zu ihm gelangen, bevor die Situation zu gefährlich wird. Au, oh, wow, wow, ey, geil, ein Sternschreiter, ach cool, ich habe davon gehört, dass man auch die Reittiere bekommt, aber ich dachte, es kommt eher auch mit dem Leveln und nicht einfach so, das finde ich ja nice. Umbreak und seine Blutelfen wurden wegen ihres Wissendurstes der eigenen Heimat verwiesen. Wenige kennen die Gefahren der Leere besser als ich, wir sollten ihnen helfen und sie von leichtsinnigen Fehlern bewahren. Dieser Riss bringt uns zu ihren derzeitigen Aufenthaltsort, ich hoffe, unsere Hilfe kommt nicht zu spät, gut. Wir sind bereit fortzufahren. Ah ja, jetzt fängt doch das Szenario an, also ein bisschen so Vorquest. Ein bisschen die Geschichte von denen kennenlernen, wie es halt passiert ist, dass es halt diese Fraktion oder dieses Volk überhaupt gibt. Und dann heißt es jetzt wirklich, sich darauf stürzen. Da. Das muss Umbrick sein. So, ich werde schon mal ein bisschen meine Klauen schärfen, weil es kann sein, dass wir ein bisschen, dass es hier ein bisschen auch feindselig wird und dass wir ein paar Leuten die Fresse polieren müssen. Was ist das hier für ein Ort? Magister Umbrick, ich bin Aleria Windläufer. Aleria Windläufer? Wie habt ihr... Was für eine unerwartete Ehre. Mein Volk und ich haben Geschichten davon gehört, was sich auf Argus zugetragen hat. Wie ihr euch vorstellen könnt, interessieren wir uns sehr für eure Begegnung mit dem dunklen Naru. Ein andermal vielleicht. Der Champion und ich haben nach euch gesucht. Wir wissen, dass ihr aus Silbermond verbannt wurdet. Ich denke, wir haben einiges gemeinsam. In der Tat. Wie auch ihr glauben wir, dass die Leere zum Schutz des Lebens eingesetzt werden kann, nicht nur um es zu verschlingen. Wir haben große Fortschritte gemacht, Lady Windläufer, doch viele Fragen bleiben noch offen. Dieser Würfel zum Beispiel, ein uralter Mechanismus, vielleicht sogar älter als das Leben auf Azeroth selbst. Er scheint verschlossen und bisher konnten wir ihn noch nicht öffnen. Interessant. Vorsicht, Umbrick. Antworten auf solche Fragen haben oft ihren Preis. Endlich. Vorsicht! Die Zukunft, die ich sah, wird Realität. Danke, dass ihr den Pfad geebnet habt. Ah, es war ja... Zeigt euch! Wer seid ihr? Das war ja klar, dass es hier ohne Kämpfen hier nicht weiter voranschreiten wird. Namen sind von geringer Bedeutung. Die interessantere Frage ist, zu was werdet ihr werden? Neferprinz Durzan, interessant. Zu was werdet ihr werden? Mein Volk wurde von der Leere neu erschaffen, frei von den Beschränkungen des Fleisches. Hören wir euch, das ist der Schreck. Aha. Widersetzt euch den Stimmen, Umbrick. Dieses Geschenk ist nichts mehr als Sklaverei. Ich habe kein Ziel. Ich spüre, wie die Macht mich ruft, mich verändert. Das sagt mir jetzt nicht, er verwandelt sich in einen leeren Elfen. Wir müssen diese Transformation stoppen, bevor mein Volk verloren ist. Einverstanden. Wir wollen hier keine billigen Verbündeten haben. Wir wollen natürlich schon sie mit voller Macht haben. Wie sollen wir sonst die Horde besiegen in dem neuen Addon, wenn sie uns schon bevor vorm Start verloren gehen, ey. Ich habe hier meinen Ruf auf den Gewissen, wenn das nicht funktioniert. Auf jeden Fall haben wir hier auf jeden Fall ein paar Gegner, die ein bisschen was auf die Fresse wollen. Aber es sieht schön aus. Und soviel ich weiß, gibt es sogar einen Hub. Jeder der verbündeten Völker hat so quasi sein eigenes kleines Hub. Also so ähnlich so wie bei der Allianz. Oder halt bei den Menschen, dass Sturmwind so quasi ihr Hub ist, ihr Zuhause, ihr Land quasi. Sollen auch die verbündeten Völker alle so ein kleines Hub haben, wo sie halt dann, wo man sich halt versammeln kann, mit anderen leeren Elfen dann abhängen oder was auch immer für eine Klasse man hat. Und ich glaube, so viel ich gelesen habe,
Das ist hier irgendwo auch dann, dass die leeren Elfen dann quasi so in der Leere ihr Hub haben, wo dann halt jeder Leerelf hingehen kann und dann halt, ich weiß es nicht, was kann man denn so Schönes machen, sich mit anderen Leuten austauschen. Allgemein einfach nur die Tatsache heraus, dass halt die Völker auch mal ein eigenes Hub bekommen, das ist auch nicht selbstverständlich. Hätte auch Blizzard sagen können, nö, reicht schon, wenn sie einfach so ein bisschen integriert wird mit ein bisschen Story, aber nein, da legen sie noch ein bisschen was drauf und wir kriegen sogar noch ein Hub dazu. Das ist ja schon mal... Man kann sagen, was man will, aber sie haben sich wenigstens gut bemüht, sie ganz nice zu integrieren. So, wir müssen jetzt hier erstmal alles niedermetzeln und dann den komischen Prinzen da, Prinzenrolle da zerstören. Okay, da haben wir noch einen Riss. Gehen wir auch mal durch. Dieser leeren Sturm ist eine Verbindung. Ein Tor, das geschlossen werden muss. Ja, jetzt wo ich so viele von diesen komischen Viechern sehe, glaube ich das, dass das auf jeden Fall verschlossen werden soll. Oh, holy shit. Wow, endlich mal sogar ein würdiger Gegner mit 25 Millionen Leben, aber das geht ganz schnell vorbei. Wir haben ein bisschen an Gear, wo man sich sagen kann, das reicht für so einen Liamalappen. So. Dann gehen wir mal weiter und schauen uns an, wo der Kollege denn ist. Die Leere wird euch verwandeln. Erweckt, was je eure Bestimmung war. Nein, ihr könnt sie nicht versklaven. Sie sind nicht verloren. Ja, es freut mich, dass du das so calm sagst, aber mir in keiner Weise Assistance leistest, ne? Einfach nur so Sprüche klopfen und nichts dabei rauskommen lassen, das kenne ich schon vom Real Life. Da brauchst du mir jetzt hier nicht noch ein Vorbild dabei sein. Ach doch, die battle sich doch... Nein, ja doch, sie battle sich ein bisschen. Okay, ich nehme alles zurück, Valeria. Machst alles richtig. Alles gut, baller weiter auf diesen komischen Wicht hier drauf. Und die anderen werden das auch. Stimmen wir allein, Lusan. Ihr werdet nicht unsere Zukunft diktieren. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay, könnt ihr mal aufhören zu quatschen und mehr darauf zu fokussieren, euch gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Das wär mir ein bisschen recht, wenn wir ein bisschen auch mal ernste Gesichter walten lassen. So, hasta la vista, Baby. Netter Versuch, Durizan oder wie du auch immer nochmal hieß. Oh shit, ich hab's doch gesagt, die wurden verwandelt. Durzan hat versucht, euch eure Sterblichkeit zu entreißen. Euch ihm gleich zu machen. Sklaven seines Hungers. Doch euer Schicksal liegt in eurer eigenen Hand, Umbrick. Ich kann euch lehren, das Flüstern verstummen zu lassen, sodass die Schatten euch dienen und nicht ihr ihnen. Mein Hochmut wäre beinahe unser Untergang gewesen. Ich ließ mich mit Kräften ein, die ich nicht beherrschte. Bitte, Aleria, lehrt uns den Weg und wir werden euch folgen. Nice! Ich spüre die beachtlichen Kräfte, über die ihr gebietet. Die sehen nice aus, auf jeden Fall. Verbündeter für die Allianz. Silbermond hat uns vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Heute wurden wir wiedergeboren und es ist passend, einen neuen Pfad einzuschlagen. Fortan gilt unsere Treue der Allianz. Nee. Im Gegenzug verspreche ich, euch auf eurem Weg zur Seite zu stehen. Der Champion und ich werden Hochkönig Vryn hiervon berichten. Danach kehre ich zurück, um euch auszubilden. Es wird einige Zeit dauern, bis wir uns an unsere neue Gestalt gewöhnt haben. Wir freuen uns auf eure Rückkehr, Lady Windläufer. Und euch, Champion, gilt unser tiefster Dank. Yo! Wir haben alles richtig gemacht. Paar neue Dudes für unsere Band freigeschaltet. Auf jeden Fall, man kann sagen, was man will.
Es ist jetzt natürlich nichts megamäßig Spannendes oder sowas. Boah, oh, mindblowing. Aber immerhin kann man sagen, dass es auf jeden Fall schon mal so interessant ist, dass sie so ein bisschen eingeführt werden und man ein bisschen auch den Background versteht, wieso sie jetzt so geworden sind, wie sie es jetzt sind. Ne? Und das fände ich so gar nicht so schlecht. So ein kleiner Happen auf das, was auf uns noch wartet. Frühere Blutelfen, die sich unserer Sache anschließen wollen, das ist besser, als ich zu hoffen wagte, ja, Anduin? So, damit haben wir schon mal die ersten freigeschaltet. Haben die verstoßenen Sindorei aufgespürt. Ähnlich wie mich hat die Lehre auch sie verändert. Doch ihr Herz und Verstand gehören immer noch ihnen selbst. Ich werde sie führen, ihnen beibringen, das Flüstern der Schatten zu kontrollieren. Im Gegenzug werden sie gemeinsam mit der Allianz gegen all ihre Feinde kämpfen. Es wird einige Zeit dauern, bis diese leeren Elfen das Vertrauen aller in unseren Rängen gewonnen haben. Doch solange sie euren Lehren folgen, sind sie in der Allianz willkommen. Alter, das Viech sieht ja mal mega episch aus. Ihr habt uns heute einen großen Dienst erwiesen. Ich danke euch. Ja, ich will mein Viech da aufmounten. Wartet mal. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf euch zuzuhören. Warte mal, ich will mal sehen, wie das Viech aussieht. Boah, das sieht, man kann sagen, was man will, aber die Reittiere sehen sogar richtig geil aus. Natürlich, das Modell und so weiter ist ein bisschen gerippt oft, aber guck mal, wie das aussieht mit den Partikeleffekten. Das ist auf jeden Fall nice. Das wird mein neues Lieblingsreittier, wenn ich mal dafür ein passendes Transmog gefunden habe. Aber das war's erstmal von dem ersten Teil. So, damit haben wir erstmal die leeren Elfen freigeschaltet. Wir werden uns gleich mit den, lichtgeschmiedeten Drenais noch auseinandersetzen und da nochmal herausfinden, wie sie den Weg zur Allianz gefunden haben.